Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Zunächst mal, ich habe Schokoladeneis gegessen, verzeiht bitte diesen Fleck. Aber heute geht es um was ganz anderes. Es geht nämlich um Hypermiling mit Sonnenstrom. Wie ihr ja wisst, habe ich eine Solaranlage auf dem Dach und ein Model 3 in der Einfahrt stehen. Und ich versuche, soweit es geht, zum Beispiel mit meinem Fronius Wattpiloten Überschussstrom von der Solaranlage in dieses Auto reinzuladen. Und ich habe gedacht, wie wäre es, wenn wir mal zeigen, wie weit man kommt mit der Energiemenge, die an einem Tag vom Dach kommt. Die Sonne geht allmählich unter und ich werde jetzt praktisch für die Nacht schon mal anschließen, weil ich morgen nicht so früh aufstehen möchte. Ich habe noch 20% Ladung in meinem Akku. Ich will ja hinterher am Ende meines kleinen Versuches nicht auf der Strecke bleiben, sondern irgendwie noch nach Hause kommen. Bei diesen 20% fangen wir praktisch an. Ich schließe jetzt schon mal an und morgens, sobald die Sonne beginnt, werden wir Überschussstrom laden und am Abend haben wir dann den ganzen schönen Sonnentag und es wird ein sonniger Tag vollgeladen und ich bin gespannt, wie viel dann in meinem Tesla ist und das werde ich dann übermorgen verfahren. Also, erstmal hole ich mir vorne mal ein Ladekabel raus und schließe schon mal das Auto an. So, das mache ich jetzt an den Wattpiloten und an den Tesla und über die Einstellungen sorge ich jetzt dafür, dass es noch nicht lädt, sondern erst morgen, wenn die Sonne wieder aufgeht. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem wunderbaren Sonnentag, perfekt geeignet für das Laden für mein kleines Experiment. Ihr seht, der Zeppelin ist auch schon unterwegs. Ich habe ein frisches Hemd an, also es kann eigentlich nichts schief gehen. Der Tesla hat angefangen zu laden. Wir haben ja schon eine ganze Weile Sonnenschein heute Morgen. Wieso fängt er jetzt erst an zu laden? Nun ja, ihr wisst ja, er braucht ungefähr 1400 Watt Überschussstrom, damit er anfangen kann zu laden. Und das ist jetzt ungefähr um 9.20 Uhr der Fall gewesen. In der SolarWeb-App ist immer ein bisschen eine zeitliche Verzögerung. Also wir sehen hier weder den Kaffee, den ich gerade getrunken habe, noch, dass die Ladung bereits gestartet ist. In der Tronity-App sehen wir immer noch 20%. Auch hier noch keine aktive Ladung zu sehen. Aber der Wattpilot zeigt uns hier an, dass er mit 1,7 Kilowatt lädt. Und das ist genau das, was wir wollen. Und so wird das jetzt den ganzen Tag weitergehen. Wenn die Kurve so ist wie gestern zum Beispiel, da hatte ich eine PV-Produktion von 54,62 Kilowattstunden. Tja, ich hoffe natürlich wieder auf so einen herrlichen sonnigen Tag mit vielen Sonnenstunden. Auch wenn es gerade ein klein bisschen diesig ist. Schauen wir mal, was wir am Ende des Tages in den Tesla reingeladen haben. So, ein kurzer Zwischenbericht um 15.30 Uhr. Wir sind also seit 6 Stunden am Laden. Inzwischen haben wir 59%, also 39% zugeladen. Jetzt habe ich inzwischen eine Reichweite von 297 Kilometer bis jetzt im Auto drin. Und wir laden momentan mit 6,6 kW, also schön dreiphasig auch bei herrlicher Sonnenbestrahlung. Ihr seht es auch hier in der Übersicht, dass wir hier schön den ganzen Überschussstrom wegschlucken und natürlich den Verbrauch im Haus auch aufs Minimale gesenkt haben. Wir haben ja noch ein paar Stunden, sind jetzt ungefähr auf dem Zenit der Kurve und nochmal 6 Stunden zu laden. Und dann melde ich mich wieder und dann sehen wir, ja, wie viel Strom ich morgen zum Verfahren habe. Bis später. Die Sonne versinkt hinter den Häusern. Und mein Auto hat mir gerade gemeldet, dass das Laden abgeschlossen ist. 19.28 Uhr waren die 1,4 Kilowatt unterschritten, die er mindestens braucht zum Laden. Ja, wir sehen es ja auch im Wattpilot, es wird nicht mehr geladen, weil wir unter 1,4 sind. Das sieht man hier. Und ja, 81% habe ich. 61% habe ich also zugeladen. 81% ist ein bisschen weniger, als ich gehofft habe. Vielleicht war der Tag nicht ganz so sonnig. Wobei, wie ihr hier sehen könnt, er war schon sehr sonnig. Wir haben 51 Kilowattstunden produziert, aber es wird natürlich auch nicht alles, was produziert wird und alles, was Überschuss ist, sofort in richtig dann nutzbare Energie umgesetzt, sondern teilweise wird natürlich die Energie auch zum Grundzustand des Autos gebraucht. Wir sehen hier Ladevorgänge in der Tronity App. Heute, wenn ich das zusammenzähle, 45 Kilowattstunden habe ich also eingeladen, laut der Tronity App. Ich habe mir einen eigenen Zähler für die Wallbox. Die hat am Anfang 4.492,35 und jetzt hat sie 4.536,16. Das heißt, nach dieser Zählart haben wir 44, irgendwas. Also auch hier kommen wir ungefähr auf die 45 Kilowattstunden, die mir der heutige Tag geschenkt hat und die wir morgen verfahren.
Guten Morgen an diesem wunderschönen sonnigen Donnerstag. Die gute Nachricht, ich habe heute festgestellt, ich habe 84%. Das liegt daran, dass die Apps manchmal etwas zeitverzögert melden. Gestern waren es 81, aber dann ein paar Minuten später hat es aktualisiert. Ich habe 84%, das heißt, ich kann 64% Akku runterfahren heute. Bisschen weniger als ich dachte, wie gesagt. Ich glaube, wir hatten gestern Vormittag zweimal eine Wolke oder eine längere Zeit, wo es ein bisschen bedeckt war. Sieht man auch in dem Bild ganz gut. Ich habe vor, nach Ulm zu fahren, zu IKEA. Da wollte ich sowieso mal hin. Und das ist ziemlich genauso in dem Bereich, wie ich mir vorstelle, dass wir das schaffen könnten heute. Nämlich so um die 350 Kilometer hin und zurück. Ja, das wird meine Challenge heute. Ich werde jetzt kein extremes Hypermiling machen, aber ich habe eben eine Strecke gewählt. Die Landstraße ist hauptsächlich, da ist wenig Autobahn dabei. Ich werde also viel zwischen 80 und 100 fahren. Ja gut, und da muss ich ein bisschen aufpassen an diesem heißen Tag mit der Klimaanlage, dass ich die nicht zu sehr einsetze. Bei 20% ist mein Test beendet und dann gucken wir, wie viele Kilometer es gewesen sind. Und jetzt geht's erstmal los. Ich habe noch meinen Papa zum Arzt bringen müssen und dort mit ihm noch eine Weile mich aufgehalten. Das heißt, ich bin jetzt erst ein paar Kilometer gefahren und habe eigentlich einen ganz guten Schnitt, nämlich mit 13,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Aber was mich ein bisschen beunruhigt, der Weg nach Ulm zum Einrichtungshaus sind eigentlich nur 144 Kilometer jetzt noch. Und trotzdem sagt er mir, den Wert für Hin- und Rückweg zum Startpunkt käme ich mit 10% an. Ich will aber mit 20% ankommen, weil das wäre ja meine Null. Bin ich mal gespannt, ob ich das vielleicht nicht hinbekomme, nach Ulm und zurückzufahren. Melde mich dann spätestens beim Einrichtungshaus und sage euch den Zwischenstand. Ich bin nie ein Verkehrshindernis gewesen, aber ich bin auch nicht gerast. Also nie schneller als man darf und immer gechillt. Und ich habe tatsächlich einen fantastischen Verbrauch von 12,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Also ich meine, man sagt, ein Liter Normalbenzin hat einen Brennwert von 8,5 Kilowattstunden. Das heißt, ich bin mit knapp 1,5 Litern auf 100 Kilometern jetzt hierher gefahren und zwar eine ganz normale Fahrt, 162,2 Kilometer. Hab dabei 20 Kilowattstunden verbraucht, 45 hatte ich eingeladen, also müsste ich ja eigentlich gut schaffen. Aber aus irgendeinem Grunde sagt mir das Navi jetzt, wenn ich nach Hause fahre, ich würde mit 16% ankommen und ich muss ja mit 20 mindestens ankommen. Also meine Hoffnung ist, dass das daran liegt, erstens, dass das mir misstraut, das Navi, weil es praktisch meine bisherigen Fahrweisen gespeichert hat und ich bin normalerweise natürlich schneller unterwegs, auch auf der Autobahn unterwegs. Naja, und die zweite Hoffnung, die ich habe, ist, dass Konstanz ein bisschen niedriger liegt als Ulm. Das heißt, eigentlich müsste es ja auf dem Rückweg dann bergab gehen. Wir werden schauen, ob ich wieder bis nach Hause komme. Die ersten 162,2 Kilometer gingen super, 12,5 im Schnitt. Also, jetzt gehe ich erstmal einkaufen zu IKEA. So, mein Einkauf ist getätigt. War jetzt keine Wahnsinnsgeschichte, aber eine Stunde ist ja immer noch herum bei IKEA. Nur für die, die vielleicht fragen, wieso fahre ich nach Ulm zu IKEA? Nun, tatsächlich ist das in Deutschland der nächste für uns gelegene IKEA. Ansonsten wäre es Zürich. Das sind 50 Kilometer ein Weg. Allerdings sind da die Preise oft anders. Und deswegen fahre ich manchmal auch nach Ulm. Aber natürlich auch, weil ich hier jemanden abhole heute und mit nach Hause nehme. Insofern ist das schon eine Fahrt, die sich lohnt, nicht nur fürs Hypermiling. So, jetzt bin ich wie gesagt gespannt, wie es auf dem Rückweg aussieht und ob ich mit meinen 61% auch wieder nach Hause komme. Bei 20% bin ich zu Hause wieder angekommen. Ich habe extra noch einen schöneren Weg genommen über die Höhe, weil ich wusste, dass ich noch ein bisschen Kilometer gut habe. Da waren einige Strecken auch mit Autobahn dabei, wo man 120 fahren konnte. Ich habe das auch gemacht und ich bin dann mit 20% bei mir zu Hause vorbeigefahren und habe mir noch
ein Eis gegönnt bei meiner Lieblingseisdiele, weil ich dachte, die 5 Kilometer sollten schon noch drin sein. Mein Ergebnis sind 340,6 Kilometer. Ich habe dafür laut Tesla 43 Kilowattstunden gebraucht und im Schnitt 12,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, was natürlich ein ziemlich guter Schnitt ist. Ich bin nach Ulm gekommen und zurück, habe noch einen kleinen Umweg über Überlingen gemacht, auf dem Hinweg noch meinem Papa zum Arzt gefahren, habe mir noch ein Eis geholt und finde das ehrlich gesagt eine ganz tolle Geschichte. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr dieses Video weiterleitet, anderen Leuten zeigt, dass es vielleicht einfach mal eine sinnliche Darstellung dessen, wie Solarenergie und Elektromobilität zusammenarbeiten. Ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben da. Macht das vielleicht auch gerne mal nach. Kommentiert unten, wie ihr dieses Video fandet und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Dieser Dad.